Es gibt so Momente, da fällt mir einfach auch nichts mehr ein. Da bin ich wortlos. Das ist... Irgendwie sinken die Bedürfnisse gar nicht. Da kommen wir das nur so vor. Die müssen nochmal Hunger oder so kriegen. Wahrscheinlich muss ich erstmal alle Sims resetten damit. Also bei ihr klappt es, aber bei ihm klappt es wieder nicht. Aber wo er ist ja auch vollgestopft. Aber Harndrang müsste eigentlich auch mal sinken, oder? Haben wir Stahlblase bei ihm und die ist wieder verbuggt. Ja, wir haben eine Stahlblase. Dann scheint alles in Ordnung zu sein. Aber Energie sinkt auch. Ach, ich weiß es nicht. I don't care. Wow, was für eine Party. Ich mache jetzt mal Schluss. Mann, habe ich eine männliche Stimme. Ich muss jetzt gehen, aber danke, dass du mich eingeladen hast. Ich hatte viel Spaß. Oh nein, 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 nein. Story Progression Mod. Bitte, bitte, bitte teil mir nicht mit, was jeder Pups in dieser Stadt für ein Ei gelegt hat. Kann ich den das mal ändern? Story Progression, nein, ich wollte komplett. Wo ist denn hier mal ein Rathaus? Gibt's doch keine Rathaus. Und auch so ein Regenbogen. Oh, ist ein Regenbogen. Oh, guck mal. Guck mal, ist der schön, du. Oh, der ist so schön, der Regenbogen, ne? Also, oh. Oh, ist ja schön. Muss jetzt mal ein Foto von machen. Am Ende ist irgendwo so ein Goldtopf versteckt. Wo zum Henker ist hier? Da ist wahrscheinlich irgendwo ein Einhorn und das den Regenbogen veranstaltet. Nein, die machen nicht solche extremen Regenbögen. Glaube ich zumindest. Wo zum muss ich? Was war doch hier? Veranstaltungszentrum. Story Progressen. Allgemeine Option. Alle Geschichten. Verwandte. Ja. Dankeschön. Dankeschön. Ja, Dankeschön. Ich habe wieder einiges neues Zeugs installiert, das ich mir auch gerne nochmal angucken würde. Ja, während hier alle tanzen, kann ja Mandy mal dafür sorgen, dass wir uns das angucken. BZW. Wenn die Party um ist, müsste sie sich eigentlich auch umziehen, ne? Outfit wechseln. Alltag wäre wieder super. So, Geschichte Verwandte eingestellt. Okay, gut. Nein, nein, nein. Stop it, please. Stop. Was ich nämlich gerne machen würde, ich würde mal gerne gucken, was ich da für neue Haarfrisuren installiert habe. Master Control. Profifunktionen in Cars bearbeiten. Jetzt kommen wir wieder in den Cars-Editor, den wir auch am Anfang genutzt haben, wenn man einen Sim komplett neu erstellt. Ich habe ein paar neue Slider installiert und ein paar neue Haarfrisuren und würde mir anhand von Mandy die einfach ganz gerne mal mit euch zusammen angucken. Grafia. Sie schielt so ein bisschen, ne? Hallo, ich kann meine Nase sehen. So, neuen Skintone hatte ich eigentlich auch installiert, weiß aber nicht, welcher von denen das jetzt ist. Das ist immer so ein Glücksspiel. Welcher von... Ich hab euch installiert. Welcher von euch ist denn jetzt hier der Neue? Ich hab... Süß. Kommen mir alle nicht sehr bekannt vor. Vielleicht hier oben was Neues. Sieht neu aus. Den kenne ich auch noch nicht, glaube ich. Den kenne ich. Das... Ich auch. Ich glaube, die kenne ich alle. Aber ich glaube, der ist neu. Ich kann jetzt nicht sagen, ob der irgendwie besonders schön ist. Da finde ich die eigentlich ganz schön hier. Moment, da war doch hier die etwas braunere Variante von hier. Richtig. Was haben wir da noch für Einstellungen? Neue Haare habe ich hinzugefügt. Es könnte jetzt eine Weile dauern, bis da Haare angezeigt werden. Junge, könnte das dauern. Hab sehr viele neue Haare installiert und dann dauert das mal ein bisschen. So. Hier sehen wir schon neue Haarfrisuren. Und die gibt es dann auch immer in unterschiedlichen Varianten. Einmal mit dem typischen EA-Style, dann glänzend, dann ein Mix daraus. Ist aber nicht ganz einfach, da herauszufinden, was cool ist. So, hier sind so neue Haarfrisuren. Die ist sehr geil. Ein paar neue Kerlfrisuren finde ich immer super. Wobei das, Alter, das steht hier verdammt gut. So eine Frisur hatte ich auch mal. BZW, ich hatte kurze Haare und habe sie gerne so getragen. Ich wollte einfach mal nachgucken. Viele neue Haarfrisuren, die hole ich mir meistens über mysim3blog.com oder keine Ahnung, wie das heißt. Die Links findet ihr in meiner Videobeschreibung.
wo ich die Sachen immer teilweise her habe. Bei manchen Sachen erinnere ich mich auch einfach schlicht und ergreifend nicht mehr. Sorry. Die Männerfrisuren gefallen mir eigentlich alle ganz gut. Die sind schon wieder so durcheinander gewürfelt, die Haarfrisuren. Das mag ich immer nicht, wenn das passiert. Da weiß ich doch immer gar nicht, was ich im Henker neu ist und was nicht. Ihr seht sehr viele verschiedene Haarfrisuren. Kein Wunder, dass es bei mir immer so lange dauert, bis die alle laden. Natürlich bleiben wir bei ihrer erhaltenen Haarfrisur. Ich wollte es nur mal alle angucken. Wobei, das ist hier teilweise ganz schön stylisch. Wenn sie mal älter wird, sind da so ein paar Sachen dabei, die ich mir an ihr richtig gut vorstellen könnte. War hier sowas Flippiges? Ja, nee. Oder auch nicht. Holy crap. Zöpfe? Zöpfe, das ist so riesig groß hoch an ihrem Kopf. Also ich könnte schwören, bei mir sehen Haare dann nicht so aus. Ach, wie süß. Der ist noch ganz cool. Das ist eher so weniger. Die ist noch ganz cool. Die sieht sehr lustig aus. Die ist ganz cool, die gefällt mir. Was haben wir hier noch mehr Zöpfe? Das sieht scheiße aus. Mal erwähnen. Ach du Scheiße. Das ist süß. Auch mit dem Spänkchen oben drin. Ich finde, das steht hier total gut. Sie soll ja noch so ein bisschen aussehen wie eine Studentin. Ein bisschen jünger, aber trotzdem so noch ihren jugendlichen Style beibehalten. Vielleicht immer auch mal andere Augenbrauen. Ein bisschen mehr Charakter-Augenbrauen sind hier. So neu installierte Augenbrauen. Oder so ein bisschen dicker Augenbrauen. Ja, sehr strichig. Das ist schon fast besser. Die ist ein bisschen dünn, ne? Es liegen alle nicht von so Valinius. So was. Bisschen dunkler? Vielleicht machen wir die auch. Nee, so dunkel auch nicht. Ist ja voll nicht einfach. Das ist ja voll nicht leicht, Mann. So, jetzt. Gesicht! Da wollte ich mal gucken, was für neue Slider jetzt drin sind. Wir sehen hier, die haben dann so extra Nummern. Ah ja, das sind dann Slider von dem Buddy. Ich hatte, Hängetäten. Ich hatte mir so extra mal so ein Brustslider installiert, weil wenn man Sim mit sehr kleinen oder auch etwas größeren Brüsten gestaltet, ist es immer so unrealistisch, wie die Dinger stehen oder auch nicht. Und das ist ja, als Frau findet man das doof, wenn das dann unrealistisch ist. Ach, die kann man so auseinander oder so. Super. Das findet man dann nicht so gut und da hätte man das gerne. Genau. Richtig. Genau so. Ist zum Henker. Ah! Hat Move. Achso, wenn man einen Hut hätte, könnte man den Hut verändern. Ja, nee. Head Rotate, Head Scale, Head Yawnline. Achso, das ist hier. Das sieht aus wie die Kiefer. Die untere Kiefer da. Alles sehr gut. Sehr schön. Nackenhöhe. Ah. Schön. Hier noch irgendwas Neues drin? Ich glaube aber nicht. Ich glaube, das ist immer doch. Naja, die sind auch nochmal hier drin. Das ist schön für den Hals zum Abknicken. Aha. Ah, da kann man sich dann auch noch das. Ah, okay. Man hat hier viel mehr Gestaltungsmöglichkeiten mit neueren Slidern, die installiert sind. Dann müsst ihr einfach mal nach Sims 3 Sliders suchen. Child, Chin to Neck. Ach so, weil die Kinder ja immer diesen komischen Kinn haben und es merkwürdig aussehen und das mag irgendwie keiner. Oh. Okay, was haben wir bei den Augen drin? Da ist alles normal, ne? Da kommt, glaube ich, unten. Pupillenweite kann man hier stellen. Wie von der Form. Ob die schmal oder rund sein sollen, das ist eine auch interessante Sache. Oder wie Herzchen? Ach, auch geil. Größer, kleiner. Irisgröße kann man hier einstellen. Das ist natürlich auch nicht schlecht. High Scale. Achso, ja, die, okay, das kann man einstellen. Oh, hier hat man noch ganz individuelle Möglichkeiten, die Augen einzustellen. Das muss man natürlich dann sehr, sehr fein vornehmen. Um das Ganze nicht so extrem zu verzerren. Kann ich da auf die 0 zurück?
It would be amazing, thanks a lot. Die Weite, aufgerissener oder nicht, schmaler oder breiter. Also man hatte wirklich noch so ein paar mehr Möglichkeiten an der Augengestaltung. Finde ich halt persönlich ganz super. Augenbrauen, da gibt es dann auch noch andere, machen A-Corner High. Da kann man dann hier auch noch ein bisschen die Augenbrauen auch noch breiter oder schmaler machen, je nachdem. Guck mal, was bei der Nase bei ist. Slow Nose High. Ja, nee. So, das ist in etwa wieder richtig. Sonst noch was? Achso, da kann man jetzt nochmal expliziter an die Nasenlöcher ran. Okay, was haben wir bei den Lippen? Beindicke, brüstdicke, Brustkorb. Ah ja, das sind dann die ganzen Slider, mit denen man nochmal die einzelnen Körpermaße an- oder ja, beziehungsweise abpassen kann. Wenn wir jetzt Brustkorb zum Beispiel angucken, ne, dann wird das Ganze dementsprechend so verzerrt, genauso wie Hüftbreite. Etwas, was ja bei The Sims 4 von vornherein gegeben sein wird, da man ja an dem Charakter persönlich mit der Maus selber rumzerren kann, was ich ziemlich geil finde. Was haben wir denn hier unten noch? Taille, Unterschenkel, okay, gut. Okay, das waren die neuen Slider, die wollte ich doch mal wenigstens ausprobiert haben. Nicht schlecht, Herr Specht. Habe ich irgendwelche neuen Klamotten drin? Ich glaube nicht. Weil sie mit ihren Studentensachen ja auch super aussieht. Gucken wir mal. Skype linkt schon wieder. Das ist immer ein Skype von mir. Keine Ahnung, was Skype will, sich updaten oder sowas. Unspannend und langweilig. Jedes Jahr gibt es ein Skype-Update und dann ist Skype noch verbuggter als vorher. So, was haben wir hier? Ach, das ist ein Piano. Inzwischen ist ja auch die Sims 3 Inselparadies rausgekommen. Dazu habe ich hier extra ein Let's Play auf meinem Kanal gestartet. Welche, also diese Let's Play ist dieses LP hier mit Mandy und Derp. Genauso wie das Let's Play mit Austin. Die werden ja bald zusammengeführt. Ziemlich bald schon, wenn die Damen hier aus ihrer Universitätsleben, aus dem Alltag heraus sind. Oh, das sieht ja süß aus. Voll süß, das Oberteil. Ist auch voll süß hier. Oh, das gefällt mir jetzt gerade total. Wenn ich das jetzt hier noch so rot mache, wie das hier ihre Spangen so in den Haaren sind. Hm, ich finde, das hat was. So jugendlich und frisch. Frisch und stylisch und jugendlich und behaupt. Wobei sie so von sich aus, also Mandy Best ist ja ohnehin aus dem, von Sims 3, aus der Best-Familie. Die sieht ja ohnehin schon ganz drollig aus. Da muss man gar nicht mehr so viel machen. Ja, hab ich doch mal wieder geladen. Ich weiß, das ist für euch immer sehr anstrengend, wenn ihr die Oberteile laden müsst. Ja, aber verstehen sie? Glaublich, oder? Man weiß es nicht. Sie schielt immer noch so ein bisschen. Ich schätze mal, ich muss uns leider noch für die Augen installieren, damit man da die Iris so ein bisschen... Naja, ihr wisst schon. Okay, wir haben mal kurz reingeguckt in den Cast. Also Slider, wenn ihr Sims 3 Slider sucht über Google, okay, findet ihr jede Menge. Meistens auch so Auflistungen von Leuten, die welche benutzen. Und meistens braucht man dann nur den Master Controller installiert haben, damit die Slider alle halt auch funktionieren. Ein paar kennen das ja auch schon aus dem Editierungsmenü und so weiter und so fort. Und dann kann man halt den Sim ein bisschen individueller gestalten. Es gibt noch viel mehr Slider als die, die ich jetzt zum Beispiel installiert habe. Ich wollte das nur mal ausprobiert. Was?